kommen ja richtige Funken aus dem Schornstein. Naja, okay. Scheunentür öffnen. Scheunentür. Tor. Scheunentor. Mh, er nimmt seine Waffe raus. Oh, fuck, hab ich mich erschrocken. Ja, das stimmt. Schlägerei. Ich hau ihn gerade nur ein bisschen kaputt, Keule. Pff, okay. Immer schön Kreis drücken. Should I kill him? No. Not yet. Halte L2 gedrückt, um den O'Driscoll anzuschauen. Wo steckt Colm? Verhören. Ich befrage ihn erstmal. Wo ist Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. No, I don't know more than that. Die Gleise springen. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh shit, jetzt habe ich ihn totgeschlagen, hä? Nimm deine Waffe. Ach so, meine Waffe liegt hier. L1. Ah, guck mal. Wenn wir R1 gedrückt halten, rennt er zur nächsten Deckung. Das ist auch wichtig. Hebe meinen Hut auf. So. Pferd. Halte L2 gedrückt, um das Pferd anzuschauen. Okay, wir beruhigen das Pferd. Nähere dich dem Pferd. So, wir streicheln das Ding ganz easy. Okay, boy. Verbundheit erreicht, Stufe 1. Geil. So, ich interagiere mit dem Pferd. Ich halte L2 gedrückt und dann will ich das Ding mal führen. Baue weiter Verbundenheit mit deinem Pferd auf, um sein Vertrauen zu steigern und Werte zu verbessern. Führe das Pferd zum Anbindpfosten. Okay, das können wir machen. Können wir dabei schneller gehen? Kann ich L2 loslassen? Kann ich. Okay. Wollen wir mal gucken, dass wir den kleinen Kollegen hier anbinden. Ist er angebunden? Ist er angebunden? Ich weiß nicht, ob er angebunden ist. Leave her alone! I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss! Miss! Are you... Oh, you fool! Michael! Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on. Das fängt ja mal schnell an zu brennen. They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. He ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. 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 Sadie Adler. Sadie Mrs. Adler. Mrs. He was my husband.
Ah, der Typ da. Die Leiche auf dem Wagen war anscheinend ihr Mann. Holy shit, friends. Hey, somebody's coming. Ja, hab ich Bock. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently, scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up, give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Bunch of darkies. Das ist echt. Krass. Das war krass, Friends. Das war krass. Und ich würde sagen, oh, da wird noch sehr viel krasseres folgen, Mann. Bock hab ich. Tritt auf. Verfolgt von Erinnerungen. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. Boah, wie er aussieht. He looked for me. Thank you. Alles klar. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Well, wouldn't be the first time. So geil aufgebaut, ey. Das ist wie ein Film alles. Ich finde es schon fast schade, dass ich ein Facecam aufnehme. Weil es halt wie ein Film ist, ne? Nur meine Stimme dazu. Als Kommentar, weiß ich nicht. Hey, I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well. Seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Alles klar. There's some tracks leading to the river. Da führen ein paar Fuhren. Ein paar Fuhren zum Fluss, Alter. Folge Javier. Let's cross. See, they continue up that way. Es fühlt sich so geil an zu spielen. Die Gesundheit deines Pferdes wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Dein Pferd bricht zusammen, wenn seine Gesundheitsanzeige ganz leer ist. Ah ja, okay. Kann man auf jeden Fall noch gut sehen. Bounty Hunters? No, Pinkertons.
It was crazy. Raining bullets. Okay. Wir halten hier also auf. Befragen kann ich ihn so gerade noch nicht. Drücke das hier, um die Entfernung und Perspektive der Kamera zu ändern. First Person. Nah, fern und ganz weit weg. Ich glaube, das gefällt mir am besten. An der Cliff Wall, ja, aber hier hoch. Nee, links. Links runter. Sean, we don't even know. Whoa. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Bad business. Um die Kinokamera einzuschalten? Nee, das möchte ich nicht. Obwohl, doch, komm. Ach, das ist die Kinokamera, oder was? Lol. Halte X gedrückt, während du die Kinokamera benutzt, um automatisch Straßen und Wegen zu folgen. Kann ich mich jetzt noch bewegen hier? Ja, mein Pferd kann ich normal bewegen. Das ist ja Hammer, Alter. Man kann hier alles wie ein Kinofilm machen. Ich pisse Blut. Careful, it's getting narrow here. Ist das geil. Drücke R3, um die Kameraperspektive zu ändern. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. Wie cool. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Okay, hier soll ich die Kamera wieder ausschalten. Aber irgendwie ist es ganz geil, so ihm zu folgen. Hey, look! Over there! You see that? Was ist das? Hat er gerade einen Zug gehalten? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Okay. Come on. Up there. Wo? Da oben? Wo geht er lang? Ach so. He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. Ah ja. Und die Pferde bleiben jetzt hier stehen. Who knows what's up ahead? Alles klar, wir nehmen jetzt die Flinte mit, oder was? Waffen auf Pferd. Tennessee Walker. Waffen auf Pferd. Moment. Halte L1 gedrückt, um deine angelagerten Waffen zu sehen. Ja, okay. R2. Ach so. Abgesägte Flinte. Lass L1 los, um sie in die Hand zu nehmen. Ja, geil, Alter. Pferdeinventar. Kidney Beans. Angebrochene Arznei. Tagebuch. Ja, ist krass. Halstuch. Einzigartiger Gegenstand. Ja, ist ja krass, Mann. Ja, pack das Ding mal kurz noch weg. Pferde laufen hier nicht weg, oder was? Dann wollen wir gleich mal einen wegflinten. Wisst ihr, an wen mich dieser Typ hier erinnert? Der mit dieser kleinen Melone, mit dem Hut? Kennt ihr den Originalfilm von... Oder diese Originalserie von Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Da gab es auch so einen, ey, der sah genauso aus. Der hatte fast denselben Bart. Und auch immer so eine Kutte um. Alter, wie krank es aussieht. Deine Ausdauer wird links unten angezeigt. Die äußere Anzeige nimmt ab, wenn du läufst, springst oder kletterst. Der Stand des inneren Kerns beeinflusst die Geschwindigkeit deiner Ausdauerregeneration.
Da haben wir dann quasi das dritte Icon. Watch out here. Okay. Stay low under here. Stay low. Drücke L3. Okay, from here. Watch your step. Dein Ausdauerkern ist leer. Deine Bewegungsgeschwindigkeit wird dadurch eingeschränkt. Up here. Come on. Come on. That sounds closer now. Ja, aber das hat sich auf jeden Fall closer angehört. We're coming, John. Es aussieht, wie er sich da hochzieht, ey. Es geht. Pff. Wie lächerlich er springt. Okay, das sah nicht so schön aus. Mein erster Makel. Springen sah gerade nicht so schön aus. Okay, hier sind wir ein bisschen geschützt. I'm miserable. Then it's a few days. I know. Er nimmt sich einen Schluck oder was? Here. Take a drink of that. Thanks. So, und dadurch wird meine Ausdauer wieder weg. Dein Ausdauerkern ist nicht mehr leer. Iss und trink weiter, um deine Kerne oben zu halten. Let's keep moving then. Come on. Okay. John, where are you? Bedrohliche Mucke hier. John, can you hear me? John! Wo denn? Auf dem Vorsprung? Da oben? He's down here. Fellas there. All right. Hot down, Marston. Wo ist er nun? Da unten. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. Ach du Scheiße. Freezing. Was haben die mit dem gemacht? Just yet, cowboy. Wurde der zusammengeschlagen oder was? Und jetzt wieder zurück. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Look up there. Oh, shit. Drei Wölfe. I'll distract them while you get to the horses. Go. Draw them off. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. We're getting you out of here. Don't bring them this way. Stay. Oh, shit. Fuck. Einen haben wir noch. Warte. Oh, ins Gesicht. Wow, shit. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Alter, wie aus sie sehen. Steck weg. Ich habe aus Versehen mich geduckt. Okay, ich dachte, die hätte ich jetzt noch irgendwie mitnehmen können oder so, so als Mampfen, aber vielleicht schmecken die Teile einfach nicht. Das sind auf jeden Fall jetzt so Marks auf der Map, dass da diese Leichen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die wirklich noch abholen kann oder das Fell noch benutzen kann oder so ein Shit. Ich
Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Schön Kinokamera, ey, voll geil. Ich drücke einfach X, halte einfach X gedrückt. Oh shit! Einen habe ich. Muss zurückgucken. Ins Gesicht, Alter. Was? Oh, was? Nice. Verfolgungsjagd. Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter. So, wieder wegstecken. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. Ah, wir sind wieder hier am Fluss. Says, I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. Yeah, that's stimmt. We're gonna need to come up with a better story for that scar. So mein Pferd hat gleich keine Ausdauer mehr. Bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? Ah, da sind wir schon. Nice one. So, wir sind wieder hier, oder was? Wisst ihr, was ich mega krass finden würde? Wenn wir dieses Teil hier mit den ganzen Bewohnern über die Zeit wieder so aufbauen würden, dass es hier eine richtige Stadt wird. Fände ich mega geil, wenn das so sich so aufbauen würde. Rechts haben wir schon ein Feuer davor, ne? If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Okay. Krasse Nummer. Ganz krasse Nummer. Anscheinend war das jetzt hier erstmal die zweite Mission. Ich bin geflasht. We have been running for weeks. We found shelter. Trophäe erhalten. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait. Bloß ein Kratzer. Müsste ich mal ausstellen. Hardly the spring I had been hoping for. So, Ereignisse und interessante Orte werden bei der Erkundung in deinem Tagebuch vermerkt. Halte nach links gedrückt, um es anzusehen. Mission abgeschlossen. Das ist also mein Tagebuch. Blackwater. Vergrößern. Seite 1. Kapitel. Wir haben es warm genug. Vergrößern. Lesen zurück. Alles klar. Ich hätte kleine Zeichnungen reingemacht. Nasty Business. Okay, begib dich zu B, um mit Bill zu sprechen. Begib dich zu P, um mit Pearson zu sprechen. Und das ist diese... Ja, hier haben wir anscheinend geschlafen. Ich guck mich mal ein bisschen um. Schublade durchsuchen. Schublade schließen. Was haben wir da? Angebrochenes Wundertonikum. Nochmal Schublade durchsuchen. Schublade schließen. Ja, okay. Den haben wir durchsucht. Wholesale. Haben wir hier nochmal eine Schublade? Nee. War immer noch die. Okay. Ja, Friends, ich bin übelst geflasht von dem Teil. Das soll für den ersten Part, glaube ich, auch erstmal gewesen sein. Ich setze mich hier mal kurz hin. Geil, boah, wie das Bett aussieht, ey.
Ist das Stroh drin bestimmt. So, Friends. Das soll es für die ersten zwei Folgen jetzt gewesen sein. Ich bin mega geflasht. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zu erledigen. Ein bisschen Sport machen noch und so. Und der ein oder andere Besuch kommt auch noch. Und danach wird einfach nur weitergezockt. Das ganze Wochenende habe ich nichts weiter vor, als hier zu zocken. Und ja, die nächsten Folgen werden reinhageln. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis denne. Tschüssikowski.